Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einem neuen Teil des Schweizer Mini-Riffs. Heute die angekündigte Technikvorstellung. Es gab ein paar Sachen, die wir ändern mussten, weil es notwendig war. Aber warum und weshalb, wieso, wird euch der Murs gleich erzählen. Ich komme zum Schluss nochmal, bleibt dran, bis gleich. Viel Spaß dabei. Hallo Aquarianer-Freunde, hallo Daniel. So, jetzt kommt erstmal eine Technikvorstellung und zwar nur von der Technik, die neu ist. Und zwar sind ein paar Sachen neu, weil ich mit den alten Sachen nicht so sehr zufrieden war. Fangen wir mal hier in der Ecke an. Und zwar neu ist der Filter hier von Tunze. Da ist Kohle drin, da ist Watte drin, da ist Schwamm drin, genau. Also im Prinzip eine gute Filterung, sage ich jetzt mal hier. Da ist der Abschäumer. Vom Abschäumer habe ich bereits viel erzählt, aber nur, dass ihr es wisst, ich bin immer noch sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Vor allem mit der Leistung und mit dem Ton, oder besser gesagt, dass er nicht laut ist oder dass allgemein die Technik von Tunze wirklich leise ist. Alles, was ich von Tunze habe, war ich wirklich zufrieden. Und ich werde nicht bezahlt, das zu sagen, ich habe mir alles selber gekauft. So, gehen wir weiter. Das ist der Lüfter von Hobby, das ist die Marke Hobby, bin im Großen und Ganzen zufrieden mit dem. Jetzt kommt das Aber, er ist wirklich laut. Ich habe es aber trotzdem geschafft, oder besser gesagt, ich habe es mit dem geschafft, das Becken wirklich genug weit runter zu kühlen. Ich habe nichts anderes gebraucht, obwohl es so heiß war, das Becken runter zu kühlen, nur diese Lüfter. Da hinten ist ein Heizer von Eheim, den kennt ihr alle. Und jetzt kommt das wirklich Interessante. Das ist die Maxpec Gear. Ein Wavemaker eigentlich. Aber im Moment habe ich eine geradlinige Strömung drin, weil ich im Moment, ja, wie ihr wisst, also jetzt im Moment nicht, aber ich hatte eine Dino- und Tiano-Plage und die mögen bekanntlich Strömung nicht wirklich und deswegen habe ich jetzt eine lineare Strömung, dass sozusagen richtig alles durchströmt wird. Und mit dem Strömungsfluss bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen, weil dieser Strömungsstrahl, der kommt wirklich überall hin und wirklich das ganze Becken durch. Also von oben nach unten und dann von unten nach links wieder unten entlang. Also wie ihr seht, wird eigentlich alles sehr gut durchströmt. So. Jetzt kommen wir zum kleinen Update. Und zwar, wie ihr sehen könnt, ist das Licht wieder auf weiß gestellt. Das hat damit zu tun, obwohl ich eigentlich vorsichtig blauen Töne zurückgestellt gehabt habe, oder besser gesagt, nur vorsichtig aufgedreht habe. Trotzdem kamen die Dinos und Tyrannos wieder. Das heißt, es muss wirklich eine Zeit lang
sagen wir mal, weiß, weiß-rot und leicht blau darf es sein, aber ja, kein UV. Ich habe es jetzt so weit auf blau gedreht, dass nicht Dinos oder Cyanos entstehen, obwohl die Zooxanthellen abgeworfen wurden. Das Blau ist ja nicht stark, weil vielleicht ist das auch ein Problem meiner Lampe. Sie ist wirklich sehr blaulastig. Ich habe sehr viel verschiedene blauartige Töne drin und wenn ich die alle voll laufen lasse, ist extrem blau. So fast American Style. Und so ist es gerade richtig, dass es optisch schön aussieht, einigermaßen schön, und dass es nicht so blau ist, dass die abgeworfenen Zooxanthellen zu Dinos werden. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier am Boden ein bisschen Algen, was ja normal ist, Futter für die schönen Garnelen hier, aber keine Spur von Dinos oder Cyanos. Und solange das so ist, das Licht so ist, kommen die auch nicht wieder. Und ich muss sagen, mit dieser Lichtfarbe bin ich optisch auch ziemlich zufrieden. Wenn wir schon beim Thema Farbe sind, leider habe ich in letzter Zeit ein bisschen mehr gefüttert. Dann wurde diese hintere, ja, man sieht es jetzt nicht so gut, die eigentlich violett ist, die Montipora, die ist jetzt braun. Das kann ich mir aber eben gut erklären, da ich, wie gesagt, ein bisschen mehr gefüttert habe in letzter Zeit und nicht Acht darauf gegeben habe, sind die Nährstoffe gestiegen. Und ja, da werden die Farben auch dunkler von den SPS meistens. Und es gibt auch wirklich negative Nachrichten. Und zwar, manche Montiporas scheinen sich verabschieden zu wollen. Da fangen die an auszubleichen. Die Platte da auch. Naja, das war fast zu erwarten, ehrlich gesagt. Weil diese Lichtlasershow, die da jetzt in letzter Zeit rauf und runter gespielt wurde, naja, das verträgt nicht jede Koralle unbedingt. Es kann natürlich auch sein, dass sich die beiden erholen. Es kann aber genauso gut sein, dass sie sich verabschieden. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, dem Rest geht's gut. Bin im Großen und Ganzen soweit zufrieden. Mal gucken, wie lange es so bleibt. Also, schönes Wochenende zusammen. Ciao aus der Schweiz. Ja Leute, kommen wir mal zu der Technik, die hier verbaut wurde. Da muss ich noch ein paar Kleinigkeiten zu sagen. Einerseits ist ja der Filter ersetzt worden. Da war ja vorher der Amazonas-Filter drin. Und ja, das hat zwei Gründe. Einerseits konnte man den nicht vernünftig bestücken. Zum Zweiten ist er relativ laut gewesen. Also man hat ihn auch in der Nacht gehört. Das dritte war, er hat zu viel Strom gebraucht. Das waren insgesamt 17 Watt. Für so einen kleinen Filter ist das schon ziemlich viel. Das war noch, ach ja, der Strömungsauslass. Das hat alles nicht so ganz gepasst. Wir haben ja jetzt in der rechten Ecke, haben wir ja einmal den Abschirmer verbaut. Wir haben den Filter, den Kammenlein da hingesetzt. Die haben beides Oberflächenabzüge. Und auf der linken Seite haben wir halt die Gyre verbaut. Und die drückt dann halt im Prinzip alles rüber zu den Filtern, zum Abschäumer hin und genau oben in die Oberflächenabsaugung rein. Somit haben wir eine optimale, ich sag jetzt mal, Aufnahme des Dreckmaterials. Mit der Gyre haben wir natürlich auch eine schöne, vernünftige Strömung da drin, die laminar ist, die man auch schön steuern kann. Ihr habt gesehen, wir haben dann noch zusätzlich den Schneckenschutz wieder drüber gepackt. Hat im Endeffekt damit zu tun, die hat, ja, ich sag's mal, in diesem kleinen Becken einfach zu viel Power gehabt. Das war zu gerichtet. Und durch diesen Schneckenschutz, der da jetzt drauf ist, durch die Gitter, ist das Ganze etwas breiter gefächert und die Strömung ist für dieses Becken und für seinen Aufbau jetzt genau richtig. Deshalb haben wir das da drüber gepackt.
Ja, was haben wir noch gehabt? Wir haben die Cyano-Dino-Plage gehabt und sind dann jetzt so langsam, aber sicher endlich auf dem Weg, wo man sagen kann, okay, wir können jetzt noch nicht so hundertprozentig das Blau mit reinregeln, will der Moors auch gar nicht, weil die Einstellung, so wie er jetzt hat, jetzt zum Schluss sah schon sehr gut aus. Und ja, jetzt werden wir die Korallen noch ein kleines bisschen, beziehungsweise die Dinos noch ein bisschen aushungern und hoffen im Endeffekt, dass nicht zu viel andere Korallen genau dieses Licht brauchen. Das ist, scheint zum Beispiel bei den Montiporen, die er gezeigt hat, ja der Fall zu sein, dass sie so ein kleines bisschen auf diese Lichttherapie negativ reagieren. Ihr werdet sehen, einerseits wollen wir natürlich die Dinos nicht wieder haben, wollen denen auch nicht zu viel Futter geben. Andererseits wollen wir natürlich auch schauen, dass die Korallen, die jetzt drin sind, durchkommen. Bei den Montis mache ich mir eigentlich weniger Sorgen, weil das eigentlich auch eine Art hier von Fast Grower ist, die also sich relativ schnell auch wieder erholen. Das sind zum Beispiel Korallen, die ziemlich schnell auf Veränderungen reagieren, wo man dann auch ablesen kann, dass irgendwas im Becken nicht stimmt. So wie jetzt zum Beispiel, die reagieren definitiv auf das veränderte Licht. Und ja, Nährstoffe werden es im Endeffekt nicht sein. Er ist zwar relativ hoch, deshalb haben die auch die braune Farbe. Ich glaube, der liegt mit dem Nitrat bei 10 um den Dreh rum. Phosphat habe ich jetzt nicht im Kopf. Vielleicht blende ich es euch gleich nochmal kurz ein, wenn ich es noch rauskriege. Aber er hat ja auch selber gesagt, er hat zu viel gefüttert. Das muss dann dementsprechend genau das richtige Verhältnis im Endeffekt dann auch wieder rausfinden. Ja, aber alles in allem, ihr seht, das Riff, so wie es jetzt aufgebaut wurde, mit dem Lebendgestein, mit der schnellen Besetzen, mit dem Dranbleiben am Messen, ja, eigentlich fast täglich bei ihm, immer wieder alles kontrollieren, gucken, was kann ich tun, Sachen langsam angehen lassen, nicht zu schnell verändern. Ihr habt ja gesehen, wenn man zu schnell das Licht zum Beispiel verändert, dann kann das im Endeffekt negativ auf die Korallen sein. Haben wir uns dann die Dinos mit eingefangen. Aber im Endeffekt, wir haben es ja alles wieder in den Griff bekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, der Moas ist da auch ständig dran, der ist ständig am gucken, wie stehen die Korallen, wie sind meine Wasserparameter. Und er ist da echt das beste Beispiel dafür, dass man sagt, okay, er ist ständig dran, aber wenn dann irgendwas gemacht werden muss, dann müssen wir es dann halt auch langsam machen, so wie wir es dann jetzt nach diesem Lichtschock gemacht haben. Ja, Leute, ich würde sagen, wir lassen diese Serie mal ein kleines bisschen ruhen, weil im Endeffekt habe ich euch alles zeigen können, beziehungsweise zusammen auch mit dem Moas zeigen können, was ich erreichen wollte. Ich wollte euch den Beckenstart zeigen, was man alles machen kann, beziehungsweise wie wir daran gehen mit Lebendgestein und mit dem Licht und Technik und was im Endeffekt veränderte Technik gebracht hat. Das ist alles im Prinzip jetzt, ich sage jetzt mal, rübergekommen. Das Becken, wie ihr seht, läuft relativ gut. Wir arbeiten jetzt noch ein bisschen mit dem Licht und im Endeffekt, ja, lassen wir uns ein bisschen einschlafen, beziehungsweise die Abstände werden jetzt größer, wo wir darüber berichten, sagen wir es mal so. Und sollte irgendwas Gravierendes passieren, genauso wie mit meinem Tagebuch, dann werden wir definitiv noch was dazwischen bringen. Aber ich denke, wir halten das Ganze so, dass wir das in der Infothek weiterbringen. Das Ziel, den Beckenstart hinzulegen und ein einigermaßen stabiles System aufzubauen, ist bisher gelungen. Und ja, viel wird sich bei ihm jetzt nichts ändern, außer natürlich vom Wachstum her. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so im Raum stehen. In diesem Sinne erstmal ein herzliches Dankeschön an den Moas, dass er sich die Mühe gemacht hat, das Ganze aufzunehmen, zu filmen und zu kommentieren. Ist ja auch nicht jedermanns Ding. Er hat sich da gut ins Zeug gelegt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten, was auch immer. Ich denke, es müsste eigentlich nur noch ein Tagebuch von mir kommen demnächst. Ich habe ein Interview noch auf der Kette, was ich noch abdrehen muss, noch schneiden muss. Das neue Projekt wird auch bald anlaufen, aber das wird noch in anderthalb oder 2 Wochen, wird sich noch hinziehen circa. Es kommt auf jeden Fall genug. Das übliche, ein Video von mir in der Woche. Solltet ihr noch Interesse haben, euch das live nochmal anzuschauen, ich blende euch das nach oben, verlinke euch das nochmal hier oben. Start ist bei Minute 25 circa. Thema waren Nährstoff und Stickstoff. Hier und da sind wir natürlich wieder ein bisschen abgeschweift, wie immer. Ja, und in diesem Sinne lassen wir jetzt erstmal alles gut sein.
Wenn euch das hier gefallen hat, lasst doch bitte den Daumen für Muas und mich da. Falls ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben solltet, abonniert ihn bitte. Macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich wieder einen raushaue. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Viper. Ciao.